Willkommen im Kanal Follow My Trader mit mir Andreas und auch gleich dem Christian. Aus aktuellem Anlass sprechen wir heute über den Hexensabbat, was sich an den Börsen ereignet und was es vielleicht im Nachgang noch für eine spannende Veranstaltung gibt. Hallo Christian, wo nimmst du uns denn heute mit hin? Ja, anlässlich des heutigen Tages, dreifacher Hexensabbat soll heute unser Thema sein, habe ich extra in meinem Bilderfundus mal nachgeschaut, was ich irgendwie so ein bisschen Mystisches finde. Jetzt war ich zwar auch schon auf dem Hexentanzplatz im Harz, leider habe ich da kein repräsentatives Bild davon, aber die Location da hinter mir, die ist entstanden in Leutasch, das ist im deutsch-österreichischen Grenzgebiet, und ich sage da immer so ein bisschen salopp und leider vielleicht auch ein bisschen herabwürdigend Stonehenge für Arme dazu. Aber ich finde dieses Bild einfach schön gelungen und es passt heute einfach. Deswegen habe ich das Bild gewählt und wie gesagt, dreifacher Hexensabbat. Mit Hexensabbat oder dem Teufelstanz verbindet man ja mehr so ein bösartiges und so ein nächtliches Treffen von sogenannten Hexen. Müssen nicht unbedingt Hexen sein, können auch Hexer sein, in einer bestimmten Region, die dann an den abgelegenen Orten, wie zum Beispiel hier bei dir zu sehen, sich treffen und ja einfach tanzen und feiern. Das ist so das, was man als erstes damit assoziiert, aber an der Börse ist was ganz anderes gemeint, oder? Absolut, an der Börse ist was anderes gemeint, aber nicht von ungefähr wird natürlich auch diese Bezeichnung für das gewählt. Hier geht es darum, viermal im Jahr, nämlich am dritten Freitag jeweils im Quartal, aktuell eben im Juni, sind wir heute am 18. da unterwegs, verfallen Optionen und Futures an den Terminbörsen. Ja? Und das ist insofern wichtig, weil da Geschäftserfüllungen stattfinden müssen. Du weißt ja, ich habe jahrelang eben auch an einer Börse, nämlich der Stuttgart, und für eine Bank, nämlich für die Deutsche Bank, und da auch eben mit Optionen und Optionsscheinen viel zusammen viel gearbeitet. Und dementsprechend ist mir das durchaus geläufig, was dann passiert, nämlich die Volatilität kehrt zurück, weil eben diese Optionen und Futures eben erfüllt werden müssen, sogenannt gesettelt werden müssen. Und das hat extreme Auswirkungen teilweise eben auf die Börsen, auf die Börsen, wo tatsächlich die Aktien gehandelt werden. Die Kurse ohne irgendwelche Meldung gehen nach oben, gehen nach unten, je nachdem, welche Settlementpreise eben vom Markt benötigt werden, beziehungsweise welcher Teil eben an der Börse die Verkäufer oder die Käufer in dem Moment auf welchem Niveau auch immer stärker sind. Und da gibt es ja verschiedene Termine, also beim Stocks ist es beispielsweise jetzt 12 Uhr, beim DAX ist es dann 13 Uhr, 13.05 Uhr, dann der MDAX, ein bisschen später der TecDAX und dann nochmal die Aktienoptionen, die dann zum Xetra-Ende verfallen, richtig? Genau, das ist völlig richtig, wie du das beschrieben hast. Ich sage mal, ich hätte nur die drei Zeiten genommen, 12, 13 und eben Börsenhandelsschluss. Aber das sind eben die wichtigen Momente und man kann das auch ganz gut ablesen, wenn der DAX Future, das ist ja der Future, der Terminkontrakt, der zukunftsrichtige Kontrakt eben auf den DAX-Index, wenn der verfällt und man schaut sich den Chart in dem Moment an, also gegen 13 Uhr, dann hört der Chart auf einmal auf und fängt ganz woanders wieder an, je nachdem eben wie dieser DAX-Future, der neue DAX-Future mit einer neuen Laufzeit eben in einem Vierteljahr dann neu berechnet wird. Das ist immer eine ganz interessante Geschichte und wenn man dann auf dem Parkett oder auf dem Bankfloor unterwegs ist, dann wird es auch auf einmal deutlich lauter, weil natürlich die Händler mit ihren Positionen auch schauen, dass sie möglichst schadlos davonkommen. Ist das heute noch so weit verbreitet, diese hohe Volatilität? Ich kann mich an die letzten Verfallstage erinnern und auch an die vor 10 Jahren zum Beispiel. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen ruhiger geworden oder sind wir nur älter geworden? Also A, wir sind älter geworden, das stelle ich überhaupt nicht in Abrede, aber B, ich glaube tatsächlich auch, dass du da gar nicht so verkehrt liegst. Ich könnte es jetzt auch nicht statistisch beweisen, aber es ist tatsächlich auch für mein Gefühl eher ruhiger geworden. Warum? Wenn natürlich jeder genau auf diese eine Zeit, auf diese Minute, auf 13 Uhr oder eben Börsenhandelsschluss dann schielt und sich denkt, okay, jetzt habe ich auch überschaubar Lust, mich dem Risiko auszusetzen, dass es vielleicht doch in die falsche Richtung geht, dann werden vielleicht auch Positionen vorher schon geschlossen oder eben Geschäfte getätigt, die dann dazu da sind, ganz einfach weniger an Positionsgröße schließen zu müssen. Und dementsprechend könnte sich vielleicht genau das bewahrheiten, was wir im Gefühl haben, dass dann einfach nicht mehr ganz so volatil ist, wie es früher vielleicht mal war. Eine ganz schöne Alternative ist ja nach dem Verfall des Futures nach 13 Uhr sich vielleicht auf andere Dinge zu fokussieren zum Wochenausklang, denn der Börsentag München tobt ja ähnlich wie der Hexensabbat und da gibt es einen sehr, sehr spannenden Vortrag.
Genau so sieht's aus. Die Trading Brothers, unsere Star Trader, werden dort vortragen und ihre Strategien präsentieren, die sie eben auch bei Follow My Trader auf der Agenda haben. Das Ganze wird eben, wie gesagt, beim Börsentag München online passieren. Und 13.45 Uhr geht es da los. Ich werde die Herren auch anmoderieren dürfen und dementsprechend bin ich auch sehr gespannt, was sie zu berichten haben. Zum einen, ein paar Insights kenne ich logischerweise auch schon und vor allem würde ich allen Menschen da draußen, die uns jetzt gerade sehen, auch empfehlen, da nachher auch einfach reinzugucken. Ich schaue auch rein, auf jeden Fall. Das darf ich mir nicht entgehen lassen. Und vielleicht als Ausblick auf die nächsten Termine zum Hexensabbat, die habe ich auch schon rausgesucht. Das wäre dann der 17.9., also wieder in 3 Monaten, und der 17.12. Und soweit haben wir das schon mal vorgearbeitet und freuen uns dann auch zeitnah dazu, einen Finanztalk abzuhalten. Absolut. Und dann sollen die Hexen auch gerne hier hinten wieder fliegen. Freue ich mich drauf. Bis dahin alles Gute. Bis gleich quasi, Christian. Danke dir, Andreas. Bis später. Ciao.